I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the blood. Big chick wanna talk like she. Same, we ain't never growing up, it's like, yeah. They said, remember who you came with, yeah. I said, I'll always be the same kid, yeah. They said, remember who you came with, remember, yeah. I said, I'll always be the same kid. Yeah, well, okay, I'm back again. One time for the. Hey Keros, heute mache ich ein Back-to-School-Video, da bei vielen schon die Schule angefangen hat und bei mir leider auch schon. Und um euch das Ganze zu vereinfachen, zeige ich euch ein paar leichte DIYs. Und ich habe jetzt gerade meine ganzen Schulsachen zusammengeräumt und geordnet. Und ich bin so froh, dass ich das jetzt hinter mir habe. Und ja, so schon ein paar Dinge davon jetzt aus. Und das sind auch noch andere Mappen, die ich hier gemacht habe. Ich habe auch schon alles eingeordnet und sortiert eben. Jetzt habe ich auch schon das erste Mal Hausaufgaben aufbekommen und es ist jetzt der zweite Schultag und morgen haben wir auch einen Vokabeltest. Und ja, und ich habe jetzt diese Innocent Energize Smoothie auch getrunken, weil ich einfach jetzt schon so komplett K.O. bin und generell auch das ganze Schulzeug einkaufen ist immer sehr stressig bei mir. Ja, ich hoffe, das Video gefällt euch und erleichtert euch den Schulstart. Also viel Spaß bei dem Video! Da ja bald wieder die Schule anfängt, habe ich jetzt School DIYs für euch. Und für das erste DIY braucht ihr einfach einen Schulkalender. Ich habe meinen vom Libro und ich kann euch nur empfehlen, diesen auch zu kaufen. Ihr werdet nämlich gleich sehen, wieso, denn der ist sehr praktisch. Und dann braucht ihr auch noch irgendwelche Future-Filme. Also ich habe hier solche Instax-Bilder. Ihr könnt natürlich auch selbst einfach kleine Bilder ausdrucken oder wie ihr wollt. Und was an diesem Kalender eben so gut ist, der hat nämlich solche Folien, wo man den Kalender personalisieren kann. Es sind zwar solche Kartons drinnen, wo verschiedene Sprüche oben sind, aber die könnt ihr wirklich alle rausgeben und die sind überall im Block verteilt. Und es ist einfach so cool, weil so kann man den Block wirklich personalisieren. Und ich gebe da einfach meine Sommerbilder rein von dem Sommer und jedes Mal, wenn ich den dann in der Schule aufmachen werde, werde ich gleich besser gelaunt sein und mich an den Sommer, an den schönen Sommer zurück erinnern und es macht wirklich den Kalender um so viele schöner und er ist personalisiert. Also wie gesagt, für dieses DIY eignet sich wirklich der Kalender vom Libro. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr euch jetzt auch diesen Kalender kaufen werdet oder auch schon gekauft habt. Das würde mich nämlich echt interessieren, weil es wäre richtig cool zu wissen, wie viele Leute jetzt den gleichen Kalender wie ich verwenden. Und ja, schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr auch eine Instax-Kamera habt. Als nächstes DIY zeige ich euch, wie man aus einer normalen Ringmappe eine richtig coole gestalten könnt. Ich habe im Internet einfach irgendetwas gesucht, in meinem Fall war es dann eben diese Weltkarte und die habe ich dann noch umgestaltet und personalisiert und ich habe das Programm Pages verwendet. Falls ihr mit Windows arbeitet, könnt ihr Word verwenden. Dann habe ich noch ein paar Bilder aus dem Internet gesucht und am Ende hat mein Design so ausgesehen und ich fand das richtig cool. Das Ganze habe ich dann auf Fotopapier ausgedruckt, weil das einfach hochwertiger ist. Und dann habe ich es auch schon auf meine Ringmappe draufgeklebt. Und ich habe es nicht normal draufgeklebt, sondern mit Washi-Tape, weil es einfach viel, viel schöner aussieht und nicht so langweilig. Ich hatte dann noch eine gute Idee, weil ich noch Sticker vom Thibaut habe, habe ich mir gedacht, die klebe ich einfach draußen außen auf und da kann man mit Kreide draufmalen und da kann man zum Beispiel Mathe oder Deutsch draufschreiben mit einer Kreide und wieder weglöschen und das finde ich auch richtig cool und innen, weil ich noch einen Stundenplan übrig hatte, habe ich dann auch noch einen Stundenplan reingeklebt. Und das ist dann auch schon das fertige DIY. Wenn ihr eine leere Wand in eurem Zimmer habt, die euch zu langweilig ist, dann ist dieses DIY perfekt für euch. Ihr braucht einfach ganz viele verschiedene Magnete und irgendwelche Bilder oder was ihr wollt. Ich habe wieder meine Instax-Bilder verwendet
Und ja, dann eben ein Whiteboard. Und Whiteboards sind echt perfekt, mit denen kann man so viel anfangen. Ich habe angefangen, das Whiteboard einfach mal mit Bildern und anderen Sachen zu gestalten, um das Zimmer fröhlicher wirken zu lassen. Dann habe ich bunte Farbstifte genommen und mir meinen Stundenplan aufgezeichnet. Und das ist echt ziemlich praktisch, wenn ich aufstehe und dann gleich auf das Whiteboard in der Früh schaue mit den schönen Bildern, die mich gleich ein bisschen motivieren für den Tag. Und dann sehe ich auch schon, welche Stunden ich an dem Tag habe. Und das hilft mir wirklich sehr. Und das ganze Whiteboard könnt ihr dann natürlich auch mit einer Lichterkette verzieren, was ich jetzt nicht gemacht habe, aber ich auf jeden Fall noch machen werde. Und das ist dann auch schon das fertige DIY. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video.